Hallo meine A2-Kinder. Darf ich vorstellen, Aria vom Götschetal? Sie wollte jetzt mal schön werden, denn Adrian geht jetzt am Wochenende mit uns ans Rhön-Treffen. Und deswegen muss dieser Hund auch noch ein bisschen schön gemacht werden. Ich werde jetzt euch das ein oder andere kleine Obolus zeigen, was man an den Hunden noch besser machen kann und übergebe jetzt die Kamera im Adrian, damit ich euch das erklären kann. So, soll ich erstmal? Guten Tag, da bin ich. Halt das Ding gerade, Freundchen. So, und zwar brauchen wir dafür ein Trimmmesser. Wir brauchen dafür, Moment, ich muss mal gucken. Wo ist denn mein Kamm? Da. Einen Kamm. Moment, zeichne den Schein weiter. Einen Kamm. Wir brauchen einen Hund, der ist da. Also passt auf. Und zwar viele haben das Problem, dass sie hier einen Absatz drin haben. Seht ihr das? Und diesen Absatz wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier eine gerade Linie haben, damit Schulter- und Beinbereich gerade sind. Im Hausgebrauch tun wir ja hier, deswegen rede ich auch für euch alle, weil wir haben nun mal Haushunde, tun wir in der Regel den Hund abscheren, was ich jetzt auch gleich tun werde. Und dann zeige ich euch, wie man es angleicht. Also bleibt mal am Ball. Ich nehme Scherblatt. Das hat jetzt gerade 3,2 mm. Könnt ihr das sehen? Kann man sehen? Jawohl. Und dann fange ich einfach an, hier oben an der Halslinie runter bis hierhin ungefähr, bis da, wo die Elle ist. Hier fange ich an, runter zu scheren. Zeige ich euch jetzt. Aria, mach mal Köpfchen rüber, Mäuschen. Voilà. Fell immer ein bisschen gestreckt halten und dann geht runter mit dem Mist. Weil die Schultern sollen ja immer etwas kürzer sein als der Rest vom Hund. Aria Mama, steh, fauler Hund. Wenn der Hund steht, ist es nämlich einfacher. Hier kann man immer auch ein bisschen Übergänge machen. Das heißt, hier braun, schwarz wird nachher hier dann noch mit Trimmmesser angeglichen. Das, was hier übersteht. Und den Rest kann man aber mit der Schermaschine gut runterhauen. So, andere auch noch. Von vorne. Nimm mal hinter mich. Genau. Mache ich jetzt einmal weg hier. Das ist nur eine Sicherung, damit der Hund nicht runterspringt vom Tisch. Fange ich jetzt an, hier den Bart festzuhalten und scher dann einfach gerade runter. Vorher natürlich gut mit der Trimmkralle bearbeitet das ganze Fell. Dann kann man auch sehr gut bei einem Hund mal mit Schermaschine arbeiten. Wie gesagt, ist für den Hausgebrauch. Nicht für Ausstellungshunde, aber auch diese kann man gut mit der Schermaschine vorarbeiten und anschließend dann mit dem Trennmesser angleichen. Hier mache ich wieder, nur die Schultern etwas kürzer. Hier haben wir nachher unseren schönen Kranz, den ich euch gleich im Übergang zeigen werde. Haare jucken. Deine Haare jucken. So, hier vorne wollen wir nachher eine schöne Brust haben. Hier haben wir ein Brustbein. Dieses Brustbein darf nicht beschädigt werden. Und auch da nur so bis zu einem halben Kranz nach unten. Weil der Hund sollte ja hier vorne Brusthaare behalten. So, jetzt machen wir mal kurz Pause, weil sonst kann ich es nicht schicken. Mach mal aus.